Oh ja, das hat er jetzt ganz verstanden. Feuerwaffen 6. Kritischen Treffer. Das ist halt alles so teuer immer. Zeig mir deine Ware. Brauchst du Munition? Pistole. 750 Gold. Bauplan für die Zwillinge. Pistolenlauf. Radschloss. Tja. Schrotpistole. Achso, Reichweite, Nachladezeit. 30 Sekunden Nachladezeit, ey. Ich bin doch eher einer mit einem Säbel halt. Wie schieße ich denn? Bisschen schwierig. Ah, den habe ich locker getroffen. Hey, du drei daneben. Lass mich eben zählen. Das war doch schon ganz ordentlich. Mach mal noch eine Runde. Ich bin kein Waffenschmied. Kann ich eigentlich hier an dem Wasserfass, weil ich eben noch. Nee, kann ich nicht. Weil ich eben schon mal getestet haben. Resident 1 konnte man sich da ja voll heilen, wenn man einfach viel Wasser getrunken hat. Na gut, speichern wir nochmal. So. Tja, wenn es jetzt im Hintergrund ruhig wird, klingt, ne? Ich habe die Musik ausgeschaltet, die Hintergrundmusik. Das finde ich echt doof eigentlich. Aber ich habe ein paar Claims quasi bekommen, als ich das jetzt hochgeladen habe, die Parts. Und zwar halt ist da irgendwie Copyright auf die Musik drauf. Ich habe versucht, das, also man kann die Stellen hören, da war immer so eine Minute in so jedem Part mal immer drin. Besonders irgendwie bei Kämpfen. Und letztendlich würde mich das ja gar nicht stören. Ich kann eh nicht monetarisieren und so, juckt mich das eigentlich weniger. Die können allerdings dann dafür trotzdem monetarisieren, also ich kann meine Videos nicht monetarisieren, aber die können meine Videos monetarisieren und sacken die ganze Kohle ein. Also weil du hast jetzt 20 Minuten, mit 20 Minuten sind meine Parts immer und davon ist eine Minute irgendwie Copyright-Musik, so, und dann kassieren die halt komplett allen. Nicht irgendwie jetzt von, ich sag mal, du hast 100 Minuten und davon sind 10 Minuten jetzt meinetwegen Musik, dann kriegen die nicht ein Zehntel von dem Ganzen, sondern die kriegen die 100%. Das finde ich schon ein bisschen komisch, aber so ist irgendwie die Regelung und ist ja sowieso egal, wie gesagt, weil ich ja eh nicht monetarisieren kann. Aber jetzt ist halt die große Frage, so Rechteinhaber wechseln schon mal. Ich hab auch versucht, irgendwie das Originalstück zu finden, was da angeblich die Musik ist. Ne? Also das, was da so stand, habe ich noch eingegeben bei YouTube und habe nichts gefunden. Also keine Ahnung, ob Piranha Bytes diese Musik irgendwie eingekauft hat, für ihren Zweck und so lizenziert oder so. Ich weiß nicht, wie sowas läuft. Weiß ich nicht. Ist auch egal. Aber so Rechteinhaber können ja mal wechseln. Oder der kann auch einfach seine Meinung ändern. Und damit jetzt nicht irgendwie das zwei, fünf Jahren, wie auch immer, dann doch noch gesperrt wird. Also nicht einfach nur, dass sie sich die Kohle einsacken, sondern sagen sie, nee, wir wollen das sperren. Deswegen mache ich die Musik einfach aus. Schade, weil es macht halt viel zur Immersion, tut es halt bei, ne, keine Frage. Aber ich will einfach dem Problem damit aus dem Weg gehen, dass es hinterher im Nachgang dann doch noch irgendwie zu Problemen kommt. Hey, komm mal rüber. Suchst du eine Schaufel? Bei mir findest du alles, was du brauchst. Wenn du kein Gold hast, nehme ich auch dein altes Zeug in Zahlung. Woher kriegst du deine Ware? Die meisten Typen sind bereit, alles zu tauschen, nur um sich rumzukaufen. Und wenn ich alles sage, dann meine ich auch Hemden und Hosen. Bist du schon lange hier? Das kann ich dir sagen. Ich habe mich hier niedergelassen, als der Handel mit dem Rum ins Rollen kam. Und was ist mit dir? Was hast du vor? Ich schließe mich Captain Stahlbart an. Dann brauchst du ein Äffchen. Es gibt nichts Besseres. Was soll ich damit? Reich werden. Du schickst ihn in die Häuser und er holt dir die guten Sachen. Außerdem, so ein Äffchen hat nicht jeder.
Damit kannst du Eindruck machen. Wenn du willst, zeige ich dir, wie du mit dem Äffchen umgehen musst. Und ein paar andere Tricks habe ich auch noch auf Lager. Zeig mir deine Ware. Habe doch keinen Affen. Salz, schmutzige Tricks, brennt in den Augen und ist wirksam als Sand. Brandöl, wichtige Zutat zum Feuerspucken, altes Kopftuch, gestreiftes Kopftuch, einfaches Hemd. Aber schön, dass man immer so sieht, was man gerade anhat, als Vergleich. Schädelohrring. Einschüchtern plus 5. Funkelnder Ohrring. Silberzunge plus 5. Fackeln. Schaufeln. Also die Dinge, die werden wir doch überall finden, oder? Sonst war das immer so ein Kram hier. Schaufeln, Spitzhacken, Sägen. Hast du ständig gefunden. Wird benutzt, um gute Maßen oder Klauen abzutrennen. Ach, Gliedmaßen. Gliedmaßen. Es ist ein bisschen schwammig hier. Irgendwie fehlt mir schon die Musik. Zeig mir ein paar von deinen Tricks. Welchen? Wie ich ein kleines Äffchen zähme. Okay, brauche ich eh noch Gerissenheit 6. Zeig mir, wie ich ein Papagei benutzen kann. Tricks schneller, häufiger anwenden. Meine schmutzigen Tricks. Zeig mir ein paar schmutzige Tricks. Wie kann ich schmutzige Tricks noch besser einsetzen? Mach mich zum Meister. Zurück. Gut, gut. Ein bisschen hier umgucken. Hier irgendwo was rumfliegt. Scheint aber nur das Petty. Petty! Warum hängst du da an dem Fass rum? Komm, hier lang. Mann. Die KI ist so helle hier in dem Spiel. Guckt euch an, wie doof ist das denn? Die hängt immer noch da rum. Die hat sich komplett festgesetzt. Komm, kleine Patty. Komm. Sag mal, willst du da... Was ist das für eine Scheiße? Wie mache ich mich? Ich muss dir jetzt nicht sagen, wie toll du bist, oder? Okay, du bist toll. Und jetzt beweg dich. Warte hier. Ei. Okay, mal gucken, ob sie jetzt dadurch irgendwie sich daraus befreit. Komm mit. Kein Problem. Ja, hoffen wir mal, dass es kein Problem ist. Yay! Sie hat aufgehört, am Fass zu kleben. Dafür macht wieder Maschinengewehrschritte. Boah, was ist das? Eine Scheißprogrammierung. Piranha, was habt ihr hier abgeliefert? Ganz im Ernst. Was ist das für ein Blödsinn? Ich meine, das Spiel ist 10 Jahre alt. Das hätte man mal locker fixen können. Und ich habe die Updates gezogen. So, dann gucken wir mal weiter. Hey, neu hier, was? Ich bin Morris, einer von Stahlbarts Männern. Was machst du hier? Nicht viel. Ohne Gold gibt's keinen Rum, keine Huren, gar nichts. Also hänge ich ein bisschen rum und halt die Augen auf. Erzähl mir was über Takarigua. Dieses Nest hier ist die größte Brennerei der gesamten Südsee. Früher hat das sogar mal was bedeutet, aber heute... Früher war alles besser, hm? Nicht alles. Aber Boos sitzt auf seinen Rumvorräten, als gäbe es bald nichts mehr. Und das war früher nicht so. Und ich musste nachts nicht aus dem ersten Stock springen. Was hast du getan? Ich wollte mir ein paar Flaschen Rum aus der Brennerei besorgen. Hab mich nachts hochgeschlichen. Aber Alistair, der alte Sack, hat mich erwischt. Ich konnte gerade noch über den Balkon entkommen. Schätze, das war Pech. Das kannst du laut sagen. Nicht nur, dass ich jetzt auf dem Trockenen sitze, ich habe auch meine halbe Ausrüstung verloren. Und ich habe nicht mal was, das ich bei Flanagan zu Gold machen kann. Aber warte. Wenn ich den erwische, der jetzt mit meinen Klamotten rumrennt. Willst du nochmal nachts rein? Auf keinen Fall. Ich bin zu laut und zu ungeschickt. Aber ich habe einen Plan, wie es jemand machen könnte, der sich darauf versteht. Lass es mich versuchen. So? Hoffentlich bist du leiser als ich.
sonst wird's dir wie mir ergehen. Weißt du was? Ich verkauf dir meinen Plan für wenig Gold und du kannst die Beute behalten. Was ist das für ein Plan? Ein guter. Na schön, du neugieriger Naseweiß. Mein Plan beruht auf Heimlichkeit. Wenn du das nicht drauf hast, kannst du dich auch gerne durchprügeln. Aber das ist nicht besonders stilvoll, wenn du verstehst, was ich meine. Können wir mal noch so versuchen. Hey, was machst du hier? Ich bin auf der Suche nach Stahlbart. Dann sieh zu, dass du bei ihm aufs Schiff kommst. Wir haben schon genug Piraten, die sich hier niederlassen. Wenn Stahlbart ablegt, werde ich dabei sein. Gut, solange du hier bist, kannst du saufen. Also geh zu Buß und hol dir einen Rum. Was kannst du mir über Buß erzählen? Junge, du bist nicht von hier, was? Buß ist der Mann mit dem Rum. Und der Mann mit dem Rum ist der Mann mit dem Gold. Er hat das alles hier aufgebaut. Und er bezahlt mich, damit ich darauf aufpasse. Und ich mag Gold. Kapiert, was ich meine? Ei. Na gut. Dann checken wir hier mal die Lage ab. Trink dir einen Rum und amüsier dich mit Holly. Ah, ein neues Gesicht. Willkommen in Takarigua. Was führt dich her? Ich hörte, ihr habt ganz guten Rum. Ha, da hast du richtig gehört, Junge. Hier, die erste Buttel geht auf mich. Wie stehst du zu Stahlbart? Der alte Halunke ist ein übel riechender Halsabschneider. Ein rumsaufender Plünderer, ein todesverachtender Kämpfer. Aber... Ja? Aber trotzdem habe ich keinen Rum für ihn. Kein Rum? Du hast mir doch sogar einen ausgegeben. Junge, die guten alten Zeiten sind vorbei. Ich kann hier wohl eine Runde schmeißen, aber ein Schiff beladen kann ich nicht. Woran liegt's? Zucker. Zucker und Wasser. Das sind die Zutaten, aus denen Rum gebrannt wird. Und jetzt rate mal, was wir nicht haben. Wasser. Zucker und Wasser? Genau. Oh, da ist ja jede Menge Wasser. Was ist mit dem Wasser? Wir kriegen's halt nicht. Dabei haben wir die Quelle gleich vor der Tür. Also, wenn du dich nützlich machen willst... Ich schlepp kein Wasser. Aber für eine ordentliche Bezahlung trete ich deinen Trägern in den Hintern. Das ist die Aufgabe von Curtis. Er weiß, was zu tun ist. Du brauchst also Zucker? Tja, der alte Jack kümmert sich normalerweise drum. An der Südküste der Insel, am Rand des Dschungels, steht ein Schmugglerturm. Wenn du was herausfinden willst, suche den Turm und sprich mit Jack. Ja, habe ich ja schon. Ich bringe dir die Zuckerlieferung. Was war das Problem? Termiten. Große, böse Termiten. Junge, du bist zu gebrauchen. Bring das Zeug gleich zu Alistair. Der wird sich freuen. Ach so. Danach kommst du wieder runter. Dann stoßen wir an und du kriegst deinen Sack Gold. Ich habe hier einen Brief für dich. Das letzte Mal, dass ich einen Brief gekriegt habe, hat mich meine Frau verlassen. Sehen wir mal, ob du bessere Nachrichten bringst. So, an die Herren Piraten. Was für ein Quatsch. Der Sack will eine Entschädigung für den Zucker, den wir geklaut haben. Ich glaube, ich spinne. Er will unseren Rum? Niemals. Er kann Gold haben. Und ich weiß auch schon, wer dafür bezahlt. Wir haben einen Mann bei der Inquisition. Pedro. Er sollte uns unauffällig jeden Monat ein paar Säcke Zucker besorgen. Jetzt ist die Sache aufgeflogen. Ich würde sagen, das ist sein Problem. Also wirst du dir das Gold, das uns die Fuego-Soldaten vom Hals hält, von Pedro holen. Kriegst du das hin? Ja. Pedro ist einer von euch? Nein, nein. Er ist der Schreiberling von dem aufgeblasenen Sack, der sich Gouverneur von Takarigua nennt. Der alte Jack kennt ihn irgendwoher. Er hat die Sache eingefädelt. Aber du hast mir noch nicht auf meine Frage geantwortet. Klar kriege ich das hin. Das wollte ich hören. Warte,
Ich schreibe dir schnell eine Antwort. Ich werde keinen Betrag in meinem Brief erwähnen. Sorg einfach dafür, dass die Fuego genug Gold bekommt, damit er die Füße stillhält. Woher du das Gold bekommst, weißt du ja. Hier, mach was draus. Bestimmt muss ich aus eigener Tasche zahlen, um Pedro irgendwie bei der Stange zu halten. Kannst du mir was beibringen? Was willst du denn wissen? Alles. Von Schmerztöter verlängern kann. Die Wirkung von Schmerztöter verlängern. Kannst du ein paar Tricks, um Leute einzuschüchtern? Ich will die Leute noch besser einschüchtern. Ich will Schussverletzungen besser wegstecken. Zeig mir. Okay. Ich brauche mehr Rum. Ein paar Flaschen kannst du kriegen. Aber glaub nicht, dass ich so viel rausrücke, damit du ein Schiff beladen kannst. Also er hat 3 Flaschen. Bloody Mary? Das erinnere mich aber auch nach einem richtigen schlechten Tag, ja. Schmerztöter, Rezept für Rum. Oh, Salzzucker. Rezept für Schmerztöter. Blutwurzel. Zucker. Also Zucker wird ja auch anscheinend aufgebraucht. Handspiegel. Silberzunge. Feinste Handwerkskunst für eine schöne von üblen Piraten gestohlen. Das hatten wir doch jetzt irgendwo, da war ich das denn jetzt aufgeschnappt mit diesem Handspiegel? Ups, falscher Knopf. Hey, Süßer, ich bin Holly. Wenn du was brauchst, sag es mir. Was kannst du denn anbieten, Holly? Was immer du willst. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und ich bin bereit, mein Wissen zu teilen. Was kannst du mir erzählen? Was willst du wissen? Halt, ein bisschen die Synchro gestockt. Was weißt du über Schätze? Ein paar sind auf der Insel vergraben. Pete ist auch mit einer Kiste losgezogen, aber er ist nicht zurückgekommen. Wer ist Pete? Curtis hat den beauftragt, das Tor zu bewachen. Aber Pete wollte unbedingt seinen Schatz verstecken. Er glaubte, ein gutes Versteck gefunden zu haben. Okay. Gut, können wir natürlich zahlen und dann vorher speichern. Das wäre alles. Wollen wir uns amüsieren? Junge, was Frauen angeht, musst du noch einiges lernen. Das glaube ich auch. Aber keine Sorge, ich kann es dir beibringen. Zeig mir, wie ich überzeugender werde. An was hast du gedacht? Hast du für den Anfang ein paar Tipps für mich? Wie werde ich überzeugender? Ist natürlich echt, alles echt teuer, ne? Ich glaube einfach, das Bier nehmen ist wahrscheinlich nicht so gut. Ich bin O'Brien, Smoothie auf der bärtigen Jungfrau. Ich will bei euch anheuern. Ah, wir nehmen dich nur mit, wenn... Ich es drauf habe, schon klar. Also, bringt es was, wenn ich dich verprügel? Wenn du den Smooth hier umhaust, wird der Captain sauer. Aber beeindrucken wird ihn das kaum. Du kannst mich schlagen, aber nur im Saufen. Okay. Wie kann ich dich im Saufen schlagen? Willst du mir erzählen, du hast noch keine Sauferei mitgemacht? Keine Sorge, die Regeln sind ganz einfach. Erklär mir die Regeln. Wir saufen um die Wette. Jeder von uns trinkt 6 Flaschen. Wer zuerst fertig ist, gewinnt. Hört sich einfach an. Ist es auch. Solange du eine ruhige Hand hast, greifst du daneben und eine Flasche fällt um, kriegst du eine neue. Was kann ich noch tun, um den Captain zu beeindrucken? Besorg dir eine Karte und eine Schaufel und such dir einen Schatz. Aber meinen kriegst du nicht. Hast du deinen Schatz auf der Insel vergraben? Ei! Aber einem Grünschnabel wie dir werde ich bestimmt nicht meine Karte überlassen.
Lass uns saufen. Gut. Wir können einfach so eine Runde saufen oder mit Einsatz. Genug davon. Erstmal speichern.